Ein herzliches Hallo und Grüß Gott bei Le Gourmand, das Genießermagazin. Diesmal und heute aus dem Hotel Astor in Belluno im Zimmer Marmolata. Hier haben die Zimmer keine Zimmernummern, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern das ist hier eine Art All-Suite-Hotel. Auf jeder Etage dieses Fünf-Zimmer-Hauses gibt es drei Zimmer und alle sind nach Namen benannt von Bergen aus den Alpen. Das ist natürlich wunderschön. Hier gerade in den Dolomiten gibt es ja ganz herrliche 2000er, 3000er und die haben alle wunderschöne Namen. Hier gibt es also auch die fünf Türme und die drei Zinnen. Keine drei Türme, nicht verwechseln. Ja, und ich habe hier also eine Art Suite, Junior Suite, wie wir es mal nennen würden, und zeige euch die jetzt mal. Wenn man hier reinkommt zur Tür, an der ich jetzt gerade stehe, haben wir hier gerade mal so das schöne Sofa und dann gibt es eine Glasscheibe. Auf der anderen Seite der Glasscheibe ist das Bett. Hier an der Wand entlang haben wir den Schreibtisch mit ein paar Gläsern und Schreibtischstuhl, einem schönen großen Flatscreen-Fernseher. Dann haben wir hier den Balkon, beziehungsweise ein französischer Balkon. Eine schöne große Tür. Und wow, die Hitze kommt herein. Und die Stadt Belluno liegt zu unseren Füßen. Hier ein Blick auf diese norditalienische Stadt. Da unten fließt der Fluss Piave. Die Piave hat derzeit richtig wenig Wasser. Ah, da unten dreht sich die Klimaanlage des Hotels. Okay, das Zimmer ist auch angenehm heruntergekühlt von der Klimaanlage auf um die 20 Grad. Gut, dann haben wir hier also das schöne große Bett mit einem Bademantel, der hier schon bereit liegt. Hier haben wir den Schrank, der genügend groß ist für ein paar Tage und auch sind ordentlich ein paar Bügel zur Verfügung gestellt. Hier unten haben wir die Minibar, steht auch die Preise draußen dran. Es gibt natürlich eine Art Prosecco, denn der kommt ja hier auch aus der Gegend. Und ein Wein von der Soire, San Pellegrino und Acquapanna. Gut, das muss jetzt nicht sein, man muss ja Nestlé nicht noch reicher machen. Und natürlich einen kleinen Tresor, lala. Ziemlich klein und kein Stromanschluss drin. Aber gut, es gibt einen schönen Tresor. Und wie gesagt, hier ist das Bett und hinter der Badewanne, hinter der Glasscheibe, seht ihr jetzt hier diese schöne große Badewanne. Ich habe gehört, da irgendwie gibt es da eine Hydromassage drin. Da kann man sich also seinen privaten Jacuzzi genehmigen, wenn man möchte. Den Duschkopf würde ich jetzt bei dieser offenen Badewanne nicht unbedingt zwingend benutzen, sonst setzt man hier das gesamte Zimmer unter Wasser und wir haben hier einen ziemlich geringen Abstand zwischen dem Estrich und dem Holz. Und dann kommen wir hier in das Badezimmer. Zwei schöne große Waschbecken, die üblichen kleinen Shampoo-Geschichten und Körpermilch und so weiter, Seife. Zahnpastaglas, das war ein sehr schönes Glas, okay. Dann ist hier die Dusche, schöner großer Schwallduschkopf und eine Handdusche. Da liegt der Fußteppich. Hier ist ein kleiner Hocker, auch noch mit den Latschen. Und hier haben wir Toilette und BD. Wir sind ja in Italien, da gehört zum BD immer mit dazu. Ja. Das war eigentlich schon der Blick ins Zimmer. Sehr schön, sehr groß. Hier an der Wand ein riesiger Sicherungskasten. Ich weiß nicht, ob der für das ganze Hotel ist oder nur für das Zimmer. Aber ich lasse noch die Finger davon. Ja, das war jetzt erstmal der Blick in dieses Zimmer. Jetzt werde ich es mir erstmal etwas gemütlicher machen. Da liegen meine Fahrradklamotten. Ich bin ja auf der Radtour von München nach Venedig unterwegs und da haben wir heute keine allzu große Strecke gemacht, werden aber nachher nochmal hier etwas in der Gegend
uns einen See anschauen und die Gegend genießen. Dies also aus Belluno, dem Hotel Astor und der Suite Marmolata. Ja, ciao, servus und alles weitere lest ihr wie immer auf www.legourmand.de. Ciao, servus, danke.